Guten Morgen, Leute. Es ist 5:30 auf Barbados. Den gestrigen Tag, den findet hier ihr oben auf Bens Kanal. Es ist jetzt unser Abreisetag. Wir werden uns jetzt auf den Weg machen und ab nach Puerto Rico fliegen. An sich habe ich da wenig Lust drauf, weil die Wohnung hier war schon echt ganz gut und ich weiß, was uns auf Puerto Rico erwartet. Aber dazu später mehr. Unsere Taschen sind bereits gepackt, es geht jetzt gleich direkt los. Das ganze Wasser haben wir die letzten Tage hier vernichtet. Ben, es sieht noch ein bisschen müde aus, kaum geschlafen, ne? 2 Stunden? Ohne Scheiß, wirklich. Leute, ich habe auch kaum gepennt, ich konnte irgendwie nicht schlafen, es war viel zu heiß irgendwie, keine Ahnung, was da los war. Viel zu viele Gedanken im Kopf, aber wir machen uns jetzt erstmal auf den Weg. So, Leute, am Flughafen angekommen. Sobald man hier einen Fuß durch die Tür setzt, fängt man schon an zu schwitzen. Das ist richtig heftig. Hier hinter uns müssen wir uns von unserem Insel-Ferrari verabschieden. Aber die Leute von Drive-A-Matic, da haben wir die Karre her, sind noch nicht da. Es ist jetzt hier 20 nach 6. Und die machen anscheinend erst um 7 Uhr auf. Heißt für uns, dass wir jetzt erstmal einchecken gehen. Ben läuft schon voraus, scheint ziemlich angeschlagen zu sein und ziemlich müde. Zumindest macht es so den Eindruck. Und weil natürlich auch die Sonne so heftig scheint, hat er mal wieder seine Sonnenbrille auf. Sein kleines Schmuckstück aus Curaçao. So, Leute, so sieht's aus, wenn man früh herkommt und doch alles voll ist vor uns. Wir müssen alle ins Check-in. Oh Mann, das kann ja was werden. Tickets am Start. Die ganze Reihe haben wir hinter uns gelassen. Wir haben uns in einer anderen Kette angestellt, wo man keine Koffer normalerweise mit reinbringen sollte. Aber, weil wir ja so hübsche deutsche Jungs sind. Ich hab gesagt, ich bin Macklemore. Da haben wir mich durchgelassen. Ja. Haben wir eine Runde abgekürzt, aber wir hätten es zeitlich auch gar nicht geschafft. Weil wir jetzt noch unser Auto abgeben müssen. Und jo, so sieht's aus. Auf geht's in die Domrep. Unser Flug hat Verspätung. Erst war es so, wir müssen ja Zwischenstopps machen auf unserem Flug. Wir sind jetzt gerade in, wie heißt es hier auch noch? Antigua. Antigua. Und als wir ins Gate wieder rein sind, haben die schon Druck gemacht. Ja, beeilt euch, ihr müsst zum nächsten Gate. Weil die sind schon am Boarden und sowas. Jo, dann sind wir dort hingegangen und dann hat sich schon direkt vor dem Gate so eine Gruppe versammelt. Und dann haben die uns gesagt, ja, es geht erst um 14 Uhr weiter. Sehr schön, jetzt sitzen wir hier in dieser hier, ja, in diesem Aufenthaltsraum für die Besucher. Wir schauen, dass wir gleich mal in die VIP-Lounge reinkommen. Weil Ben muss ja schlafen. Ne? Der hat sich schon da so ein Special Bürostuhl besorgt. Die haben uns vorhin gesagt, dass wir noch 2 Stunden on top warten müssen. Heißt, wir haben jetzt knapp 6 Stunden Verspätung. Die haben uns angeboten, dass wir hier ins Restaurant gehen können. Haben uns hier 35 East Dollar Freiverzehr gegeben. Das ist nicht viel. 1 Euro sind 3,33 East Dollar. Wir haben einfach ein bisschen was über das Budget hinaus bestellt. Ich zeige euch mal, was wir hier haben. Wir haben beide dasselbe. Und zwar hier Chicken Breast mit Reis und ein bisschen Gemüse. Ich glaube, das ist eine Barbecue-Soße. Dabei eine Diet Coke. Und irgendwie solche Soßen haben die uns hier noch hingestellt. Schmeckt's, Ben? Ja? Geht klar? Okay. Dann essen wir jetzt erstmal. Ich werde danach noch ein bisschen Spanisch weiter lernen und einfach darauf warten, dass wir weiterkommen. Mal schauen. Vielleicht haben wir ja noch mal ein bisschen mehr Verspätung. Oh no. Hätte ich das mal nicht gesagt. Das ist weg. Let me take a selfie.
So beschäftigen sich die Menschen hier in Antigua am Flughafen im Aufenthaltsraum. Schon ganz nice. So Leute, angereist in unserem Hostel. Ich zeige euch jetzt mal genau, wie groß es ist. Und zwar drehe ich mich einmal hier, dann seht ihr das schon. Da unten ist zack, zack, zack. Und das war's auch schon. Hier stehen unsere beiden Betten. Eng nebeneinander. So wie es aussieht. Ist hier so ein Zwischengang. Wir werden wohl wahrscheinlich gleich ins Gym gehen und dann noch was einkaufen oder sowas. Gold's Gym, baby. Ins Gold's Gym. Wir sind in den USA. Leute, wir sind in den USA. Mein zweites Mal dieses Jahr. In der besten Wohnung, die wir bisher hatten. Jo, er ist schuld. Er ist broke. Ja. Mal schauen, wie wir hier überleben werden. Ich bin mal gespannt, was hier so geht. Ben gibt sich erstmal einen Booster. Ich muss erstmal boosten. Ich habe heute Nacht nur 3 Stunden geschlafen. Nicht mal 3, 2,5 glaube ich. Im Flugzeug kurz gepennt. Und ich habe gesehen, du hast mich fotografiert, als ich am Flughafen gepennt habe. Weißt du, was mir gerade eingefallen ist? Ich habe meinen Shaker vergessen in der Wohnung. Tja. Jetzt, wo ich deinen Shaker hier sehe. Läuft bei mir, Leute. Und zwar wird mal heute nicht die Koro-Drogerie-Tasche gepackt, sondern meine eigene. Ich brauche ein paar mehr Sachen, weil dort geduscht wird. Deswegen will ich es nicht alles in der Hand mitschleppen. Mein Special-Rucksack begleitet mich Tag und Nacht hier. Na okay, nachts nicht, aber den kompletten Tag über. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Wir haben auch schon ordentlich Sonnenbrand. Genau da, an den Stellen, lag der Rucksack. Oh, ein paar Gains habe ich glaube ich auch schon gemacht. Aber auf jeden Fall geht es jetzt erst in meinem Gym. Hey, how are you doing?
So Leute, wir sind angekommen. Da geht's jetzt rein ins Gold Gym. Mal schauen, was uns der Spaß kostet. Wir haben jetzt 18 Dollar für die Fahrt hierher bezahlt. Boah, ist teuer, oder? Wir müssen auch 18 Dollar wieder zurück. Aus dem Gym kurz um die Ecke gelaufen und jetzt nehmen wir mal die Bahn Richtung Hacia, Richtung Sagrado Corazón. Ist um einiges günstiger als das Taxi. Wir haben beide ultra Hunger. Es geht gar nicht mehr. Die meisten Leute sprechen hier halt Spanisch, aber Englisch können sie auch einigermaßen. Und jetzt schauen wir mal, dass wir jetzt gleich irgendwo was essen gehen können. Und danach gehen wir noch ein bisschen was einkaufen, aber nur ein paar kleine Snacks, mehr nicht. Und ihr merkt schon, ich bin ziemlich fertig vom Training. War sowieso ein anstrengender Tag. Wir haben uns ziemlich lange im Flugzeug und am Flughafen aufgehalten. Oder Ben? War aber ein gutes Training. Bei dir, bei mir nicht. Und dafür, dass ich eigentlich total schlecht bei euch drauf bin, war das beste Training im Leben, oder? Naja, so kann es laufen. Mal schauen, was der Tag noch für uns bereitstellt. Eine Endstation dann noch vielleicht ist er da irgendwie, wo er es essen kann. Anhalter. Anhalter wäre nicht schlecht, oder Leute? So, Ike ist gerade auf Toilette, das Essen ist gekommen. Ich glaube, ich werde mal sein Essen auch probieren. Was haben wir bekommen? Wir haben hier, endlich gibt es mal richtig was zu essen. Filet, ein New Yorker Filet Steak, Medium. Hier Ofenkartoffel, Reis, Bohnen, genau das gleiche, Salat hatten wir schon. Und das ist irgendwie zusammengestampfte Kartoffeln. Das werden wir uns jetzt mal geben und dann mal schauen, was wir noch so finden. So Leute, gut gegessen, mit vollem Bauch. Jetzt noch fix ein bisschen was einkaufen und dann geht's direkt zurück zu uns ins Hostel. Wie hat's dir geschmeckt? Sehr gut. Das Fleisch war sehr, sehr gut. Bei mir genauso. Ich habe so ein Teil ausprobiert. Keine Ahnung, was das war, das fand ich ein bisschen trocken. Aber ansonsten war mein Essen auch sehr gut. Ich kann mich echt nicht beschweren, vor allem nicht für den Preis. Jetzt bin ich wieder broke, kein Geld mehr. Heute 100 Dollar durchgeballert. Keine Ahnung, wo das geblieben ist. Weiß ich nicht. Die Hälfte ist ja schon die Wochenkarte fürs Gold Gym. Ja, Wochenkarte, Gold Gym, stimmt. Taxi. Da müssen wir irgendwie was finden, wie wir günstiger durch die Gegend kommen. Naja, jetzt der kleine Einkauf, bezahle ich halt mit Karte, mal schauen. Jo. Die Menschen hier, die achten sehr darauf, dass sie alles immer so verschließen. Das sieht man schon an den Toren, an den Häusern, überall Schlösser drauf. Und wenn man ja sich sozusagen nochmal selber ein bisschen sicherer fühlen möchte, auch in seinem Auto, dann macht man sowas hier. Da macht man nämlich so ein Schloss auf die Tür. Ihr wisst Bescheid. Safety first. So Leute, traut es heim, Glück allein. So sieht's aus. Unsere Hostel-Mitbewohner sind draußen am Flur ein bisschen am Feiern und am
Keine Ahnung, die spielen irgendwie ein Saufspiel oder sowas. Ich würde sagen, der heutige Tag an sich ist damit beendet. Erster cooler Eindruck von Puerto Rico, ziemlich smart die Leute. Ich blende euch hier oben mal Bens Channel ein, dort geht's morgen nämlich weiter. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt einen Daumen nach oben und wir sehen uns dann im nächsten Caribbean Vlog. Haut rein!